Hallo Freunde der Klemmbausteine, willkommen auf meinem kleinen Kanälchen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe heute ein nettes Kriegsschiffchen dabei. Tut mir leid, Rabenfrau, muss aber ab und zu mal sein. Und zwar hat mich der liebe Kevin, Count of Brick, gefragt, ob ich für ihn das eins zusammenbauen möchte. Er hat mir das dafür hier zur Verfügung gestellt. Er braucht es für eine Ausstellung der Wesersteine am 9. und 10.11. Blende ich euch kurz ein. Da ist er auch selbst vor Ort und kann euch Fragen beantworten, wenn ihr in der Nähe wohnt oder Lust habt, da hinzufahren. Da werden eine Menge Schiffe dabei sein. Kevin designt Schiffe. Er hat angefangen mit Kobi-Schiffe zu bauen und ich glaube, er hat sie fast alle durch. Dann hat er selbst welche entwickelt und verkauft die über Lestai. Da sind schöne Dinger dabei. Auch die Mikuma hier in drei verschiedenen Ausführungen und zwei Farben. Die nennen das Braun. Er sagt, das wäre Dark Orange. Wird wohl dasselbe sein. Sie gibt es also in grün, mit grünem Deck und in orangenen und die anderen Schiffe auch. Weil dieses Schiff wurde mehrmals umgebaut. Es gibt es als leichten Kreuzer, schweren Kreuzer und als schweren Kreuzer mit Flugdeck hinten drauf. Ich habe euch die Collection von Count of Brick bei Lestai unten drunter verlinkt. Könnt ihr draufklicken, seht ihr alle Schiffe, die er designt hat. Sind ein paar schöne Dinge dabei. Wir gucken mal hier in den Karton rein. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Der ist noch so versiegelt, wie ich ihn bekommen habe. Dieses Set hat keine Prints. Ich hoffe auch keine Aufkleber, glaube ich jedenfalls nicht. Ich habe euch ja die Mainz schon gezeigt, da hatte ich die bedruckten Schilder dabei. Das gibt es hier in dem Fall nicht. Ihr macht das hier so auf und dann habt ihr hier die Tüte drin. Schöner riesiger Polybag, cool gemacht. Hier zeige ich euch ganz kurz, nicht so richtig. Da ist die Anleitung per QR-Code, die man dann auf dem Tablet oder PC, wie ihr das wahlweise wollt, sich runterladen kann und danach braucht man dann das Set. Das hat bei der Mainz super funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da erwarte ich mir hier dasselbe. Und ein Karton weg. Kannst ein bisschen erschrecken. Riesentüte. Es gibt keine Bauabschnittsunterteilung, sondern wir bauen das hier komplett. Wenn ich das hier sehe, habe ich die grüne Variante. Und ihr seht, das sind alles Fitbeutel, das sind keine Beutel zum Zerreißen. Das finde ich recht cool. Wir haben sehr viel sortenreines sortiert. Das ist nett. Die müssen wir alle auspacken. Das sind 1422 Teile. Jetzt flackert die Lampe oder was? Schluss, hat es ausgeflackert. Und die werde ich nochmal auspacken und dann anfangen zu bauen. Ja, wie ihr seht, habe ich jede Menge Tellerchen und Schüsselchen. Viele Elemente, große Elemente und auch kleinere sind farblich sortiert gewesen und sortenrein. Ich habe die in dem Fall hier zusammengeworfen, weil es dasselbe Element ist und mir der Platz irgendwann ausgeht, alles einzeln auf Tellerchen zu packen. Vieles ist auch durcheinander, das habe ich dann hier auf Tellerchen verteilt. Das wird ein riesen Suchspaß. Man gewöhnt sich im Laufe des Baus dran. Ich habe ja nicht die Tüten durcheinander geworfen und irgendwann hat man so im Kopf, wo man das Teil schon mal gebraucht hat und wo man es dann findet. Naja, irgendwie passiert mir das immer wieder, dass ich mich auf so Baugeschichten einlasse ohne Bauabschnitte. Ich muss mal unbedingt mal eine Notiz machen, dass ich Nein sage, wenn sowas kommt. Aber gut, wir werden das schon hinkriegen. Es wird ja leichter im Laufe des Baus, das muss man ja auch mal dazu sagen. Und ich freue mich jetzt schon drauf, das Ding hier zusammen zu klöppeln. Ja, der Anfang ist etwas anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir bauen das komplette Schiff, die komplette Seele nenne ich das mal. Das ist also die Mitte von dem Schiff, einmal von vorne bis hinten. Jede Menge Brackets, damit haben wir halt Snot-Technik, Studs Not on Top, und zimmern dann hier Plates drauf. Die erste machen wir ganz am Anfang drauf. Wir bauen hier zwei solche Elemente, die dann mit entgegengesetzt zusammengesetzt werden. Also nicht Noppe an Noppe, sondern negativ an negativ, damit sie auf beiden Seiten mit Noppen weiterbauen können. Und dann zimmern wir hier eine von diesen 16er Blades drüber. Und da musste ich schon ganz schön drücken. Da haben wir auch hier, seht ihr so ein bisschen, da spaltet sich das noch so ein bisschen. Das wird weggehen, wenn die nächste Blade drüber kommt, bin ich mir sicher. Ich habe ein Fehlteil gehabt. Mir hat nur ein Rode 1x1 mit Pinaufnahme gefehlt. Ansonsten war das hier soweit okay. Schön haben wir hier am Heck schon ein bisschen was gestaltet. Das ist eine recht interessante Technik. Hier haben wir mit Hinge Blades haben wir dieses Element gebaut. Das wird dann hier runtergedrückt und sitzt hier mit der Wedge Blade auf der normalen Blade auf und ergibt sich dadurch den Winkel.
Finde ich mega coole Technik. Da hat der Kevin echt was Tolles ausgedacht. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Und ja, jetzt muss ich hier 24 mal diese Plates hier rundherum draufzimmern. Dann gehe ich davon aus, dass es auch wesentlich stabiler ist, weil noch geht es hier an manchen Stellen auseinander, weil es einfach keine Verbindung hat. Aber das wird sich jetzt gleich ändern. Ja, ich bin jetzt hier ein ganzes Stück weiter. Ich finde den Bau cool. Ganz ehrlich, man zimmert hier von einer Richtung auf die andere, zimmert mir eine Reihe Plates drauf. Wenn man hinten angekommen ist, zimmert mir eine Plate-Reihe zurück und so weiter und so fort. Das ist immer auf beiden Seiten gleichzeitig. Wobei es nicht unbedingt in der Anleitung immer gesagt wird, das muss man sich halt selbst denken, wenn ich hier vier Teile drauf zimme und es sieht dann so aus, ich habe dieselben vier Teile nochmal übrig, weil es in der Vorschau so angegeben ist, dann muss man sich halt denken, okay, das baue ich auch auf der anderen Seite. Manchmal steht es aber auch dabei. Dann haben wir schon ein paar schöne Slopes angebracht, hier vorne, und hinten haben wir schon vier Schrauben und zwei Ruderblätter. Schöne grün abgesetzte, schön abgesetztes Heck. Sehr, sehr cool. Es macht aus irgendeinem Grund wahnsinnig Spaß. Ich weiß, kann es nicht sagen, warum. Weil im Prinzip zimmern wir nur Blades hier oben drauf. Aber es macht einfach Spaß. Finde ich cool. Ja, schaut mal, Leute. Der Rumpf ist fertig. Wunderbar. Wir haben hier ein Deck oben in braun, in verschiedenen Brauntönen. Aber da kommen überall Geschütze drauf. Das ist okay. Das ist halt einfach so, muss man akzeptieren. Ich finde es nicht schlimm. Wir haben hier eben ein schönes Tarnmuster in diesem Grün, das bis auf ein, zwei Sachen völlig synchron läuft. Blöderweise erklärt es die Anleitung nicht. Wir haben hier vorne diese 30 Grad, diese doppelten Käseecken. Und das ist auf der anderen Seite ein wenig anders. Da ist ein anderer Stein mit dabei. Und die Anleitung dreht das nicht um, sodass man es nicht weiß. Aber zwei Bauschritte weiter sieht man es dann von der anderen Seite, weil wir hier diese Geschütze dran bauen und da erklären, dann sieht man die andere Seite und dann sieht man, wo der Slope hinkommt. Man kann sich aber auch selbst denken, so ein bisschen. Ich habe in völliger Panik den Kevin angeschrieben, sagt, hier, da stimmt irgendwas nicht. Der hat mir dann erklärt und hat gesagt, ja, da ist ein Fehler in der Anleitung, da hat er Mist gebaut, aber es geht, um Gottes Willen, alles gar kein Problem. Diese Geschütze übrigens sind mega cool. Ich zeige euch die mal. Das sind Brick Modified mit Pinaufnahme. Da ist dann ein Dreiviertelpin drin, darauf eine Noppe und ein Fernglas. Und auf das Fernglas kommen dann vorne zwei diese Pneumatikadapter oder Pneumatikverbinder drauf. Und schon hat man ein Geschütz. Der Kevin hat es unheimlich drauf, aus irgendwelchen Teilen Geschütze darzustellen. Das habe ich bei der Mainz schon gehabt, wo wir ganz spezielle Teile hatten. Oder normale Teile, die dann aussahen wie ein Geschütz. Mega cool. Ansonsten jede Menge Slopes, das ist schön gebaut. Wie gesagt, man baut die von vorne nach hinten und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück, bis man auf jeder Seite diese 8 Lagen Blades haben wir hier drauf auf der Mittelseele. Und sehr cool. Nach jedem Bauschritt haben wir schon mal ein paar Slopes mit dran, dann haut man wieder zurück. Sehr cool. Es hat wirklich Spaß gemacht bisher. Obwohl es eigentlich, wenn man denkt, so, ja, da haust du eine Blade nach der anderen drauf und hin und her und das ist doch total langweilig. Nein, ist es nicht. Es macht wirklich Spaß, wie man sieht, wie das vorankommt, wie die Formen sich ergeben. Ich bin sehr, sehr zufrieden bisher. Und wie gesagt, also Golf spielen, damit kann man Wände einschlagen mit dem Ding. Echt cool. Ihr seht auch, ich habe wieder ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch. Ich habe schon einige Teller ausgetauscht. Und jetzt wird es kleinteilig. Jetzt bauen wir jede Menge Geschütze und Aufbauten und Deckaufbauten. Ich denke mal, da kommt dann auch irgendwo eine Brücke drauf. Und damit mache ich jetzt weiter. Und damit wäre das Schiffchen jetzt fertig. Schau doch mal, wir haben diverse Deckaufbauten gebaut. Wir haben hier jede Menge Bordgeschütze. Die werden alle gleich gebaut. Die Farben unterscheiden sich ein bisschen auch von den Bars. Fragt mich nicht, was die einzelnen Waffen oder Kanonen für eine Bedeutung haben, für was die da sind. Ich weiß es nicht. Bin kein Waffenexperte. Aber wir haben hier vorne drei von den großen Geschützen. Und hier hinten haben wir zwei. Was ich auch cool finde, sind diese kleinen hier. Das ist so ein Mini-Noppen-Pinöbel. Also so eine Noppe auf Bar-Adapter, wie auch immer man das Ding nennt. Da ist einfach so eine Hand von der Mini-Figur dran. Sehr genial, das haben wir öfters. Dann haben wir zwei Brückenaufbauten oder zwei Deckaufbauten gebaut. Schaut euch das mal an. Was für ein Kleinkram, was für Details. Hier auch mal auch wieder diverse Kanonen obendrauf. Also das hat mega Spaß gemacht, das zusammenzubauen. Echt cool.
Hier vorne haben wir noch eine dicke Wumme. Eine echt dicke Wumme, keine Ahnung. Die kann man auch alle hoch und runter bewegen. Es ist halt nicht zum Spielen gedacht, ganz klar. Aber ich sehe auch gerade, das habe ich, das gehört dahin. So. Aber super cool. Echt mega. Ein kleines Highlight war noch, wir haben so zwei Mini-Flugzeuge dabei, echt cool. Und diese grauen Dinge hier neben, das sind Startrampen, vermute ich mal, für die Flugzeuge, weil eins wird da drauf gesetzt. Gut, dass sie das so gemacht haben, sonst hätte ich das gar nicht gewusst. Das passt auch genau hier drüber. Es steht eigentlich in die andere Richtung. Ich mache es jetzt mal so rum und ich zeige euch mal das Flugzeug. Guck du mal. Ich habe extra mal eine Plate gebaut, damit ich das ein bisschen zeigen kann. Fokus ist ein bisschen schwierig. Echt cool. Ein paar kleine Teilchen zusammen, man erkennt ein Flugzeug. Und das hier wird hier innen drin gelagert. Deswegen ist hier so die Aufnahme. Und das soll eigentlich so rum da sein. Und das kleidet auch hier so drüber. Jedenfalls bis an die Stelle. Sehr schön. Finde ich echt cool gemacht. Ja, vielleicht kann ich wegtun. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Schiff jetzt mal aus der anderen Perspektive an. Bevor ich jetzt zum Fazit komme, ich habe hier völlig vergessen, euch den Stand zu zeigen. Ich habe mir einen kleinen Aufkleberchen ausgedruckt, um da drauf zu kleben. Ist okay, finde ich. Ich habe jetzt einen ganz normalen Business-Laserdrucker. Das gibt bestimmt schönere Möglichkeiten, das zu drucken, aber es sieht schöner aus wie eine leere Fliese. Stand ist ganz einfach gebaut, zwei Reihen Blades, biegt sich hier so ein bisschen durch, ändert sich, sobald das Schiff draufsteht, gehe ich davon aus, ist ganz nett gemacht. Ist ein recht sparsamer Stand, muss ich sagen, aber er erfüllt seinen Zweck. Und wer möchte, wir haben ja die zwei Basisdinger hier, der kann doch gerne was Größeres draus bauen. Bleibt er jedem selbst überlassen. Ich denke, der erfüllt seinen Zweck. So, das habe ich übrigens noch nie ausprobiert. Ich hoffe, ich habe unten keine Noppen verwechselt. Nee, das sieht gut aus. Pin Nummer 1. Muss ich gucken. Ja, war Pin Nummer 1. Und steht. So, Kanone wieder ausrichten. Ich muss ja ein paar Minuten auf das Video drauf kriegen. Immer eine tolle Sache, sowas. Ich würde sagen, funktioniert ganz gut. Steht doch jetzt stabil aus, der Teller wackelt halt, ist klar. Gut, zum Fazit. Die Mikuma dreht sich in ihrer vollen Pracht. Ich finde es mega cool. Ein kurzes Fazit zu diesem Set. Es macht wahnsinnig Spaß, das zu bauen. Es sind praktisch zwei völlig unterschiedliche Bauerlebnisse. Man fängt am Anfang an und baut den Rumpf oder den Schiffskörper an sich. Der übrigens komplett massiv ist. Das ist keine einzige. Die einzigen zwei hohlen Stellen sind da, wo der Pin reinkommt, um auf den Stand aufzusetzen. Ich drehe es euch mal rum, dass ihr mal lesen könnt. Mikuma. Wir schachteln Blades übereinander von vorne nach hinten und zurück, setzen die Slopes bei jedem Ankommen am Ende oder am Anfang, setzen wir schon wieder ein paar Slopes an. Das klingt langweilig, macht aber aus irgendeinem Grund wahnsinnig viel Spaß. Ich kann es euch nicht erklären. Es ist einfach cool. Wenn wir den Schiffskörper soweit fertig haben, fangen wir an mit den Deckaufbauten. Wir haben wunderschöne Kanonen hier gebaut, die im Prinzip alle gleich gebaut werden, aber unterschiedliche Farben haben. Deswegen gibt es da keinen mal 5 Bauschritt, sondern wir bauen die zwei äußeren, die sind identisch, die bauen wir gleich und die anderen bauen wir jeweils einzeln. Ist aber auch nicht weiter dramatisch, es sind 10 Teile oder so. Geht easy von der Hand. Sehr cool finde ich auch diese Deckaufbauten hier oben. Sehr, sehr kleinteilig, sehr viele Details. Wunderbare Ideen. Also da musste erstmal drauf kommen, aus so Teilen Kanonen darzustellen. Man erkennt es aber wieder. Es ist einfach nur fantastisch. Das ist eine kreative Denkweise, die ich gar nicht habe. Ich bin froh, dass es Anleitungen gibt und dass ich nach diesen Anleitungen bauen kann. Apropos Anleitungen. Anleitung per PDF, wenn ihr das so ein Set kauft beim Lestai, dann ist ein QR-Code im Deckel, den scannt ihr, kriegt ihr eine PDF, könnt ihr runterladen, läuft easy.
Die Anleitung ist bis auf die eine Stelle wirklich sehr, sehr gut. Vor allem die kleinen Deckaufbauten, das Details, die kleinen Details hier sind super erklärt, wirft gar keine Fragen auf. Wir hatten eine Stelle, wo wir nicht symmetrisch sind, ansonsten ist dieses Schiff komplett symmetrisch, bis auf eine doppelte Käseecke. Die ist hier drüben bei euch auf der Seite, haben wir hier zweimal in diesem Sandgreen. Und auf meiner Seite haben wir eine in Sandgreen und eine in Dunkelgrün. Das ist auch so in der Teilevorschau bei dem Bauschritt dargestellt, das stimmt alles. Man sieht halt nur das Schiff von der anderen Seite nicht. Da wir aber auf der einen Seite ein grünes Teil haben, ein dunkelgrünes, kann man sich denken, dass man das da dran setzen soll. Drei Bauschritte weiter sieht man es dann von der anderen Seite und dann weiß man, dass man es richtig oder falsch gemacht hat. Und selbst wenn man es falsch rum gemacht hätte, also das Dunkle nach vorne und das Sandgreen nach hinten, ich glaube, es wird auch keinem auffallen. Ansonsten keinerlei Fragen zur Anleitung. Wirklich super, klasse gemacht. Gehört ja auch zum Design dazu, eine Anleitung zu machen, die was taugt. Massives Set, würde ich sagen. Es ist, also damit kann man Golf spielen, das zerbröselt nicht. Ich habe viel, viel Spaß gehabt, das Set zu bauen. Ich habe ein paar Ersatzteile völlig vergessen. Ein paar Ersatzteilchen übrig. Auch eine große 3x3 Blade, warum auch immer, keine Ahnung. Ich habe aber auch zwei Fehlteile, beziehungsweise gehe ich von einem Sortierungsfehler aus. Mir fehlt ein roter 1x1 Brick mit Pinaufnahme. Dafür habe ich den übrig. Und mir hat ein 1x1 brauner Stein mit einer Noppe auf der Seite gefehlt und ich habe einen übrig mit zwei Noppen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe irgendwo einen Fehler gemacht und habe den da eingesetzt. Deswegen habe ich den übrig. Oder auch hier ist ein Sortierungsfehler und sie haben einfach einen 1x1 Stein mit zwei Noppen dazugestellt, gelegt. Ich weiß es nicht. Wenn ihr dieses Set kauft bei Lestai oder bei Kevin Ausstellung, ich blende euch das Plakat nochmal ein. Wer in der Nähe ist oder wer Lust hat vorbeizufahren, Kevin ist mit einem ganzen Karton voll Schiffen da. Es sind nur noch mehr Aussteller da. Ist bestimmt. Also wenn man in der Nähe wohnt, muss man sich das mal angucken, würde ich sagen. Für mich wären es grob geschätzt 500 Kilometer. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht so mein Ding. Aufkleber habe ich selbst gemacht. Das heißt, wenn ihr das kauft, kriegt ihr einfach nur eine weiße Fliese dazu. Muss man wissen. Wer auf der Ausstellung ist, oder ich habe euch auch Kevin verlinkt, Count of Brick. Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, sich Drucke machen zu lassen. Es war mal sowas im Gespräch, aber es hängt auch immer davon ab, wie viele Schiffe so verkauft werden, damit sich Druck überhaupt lohnen. Man geht ja nicht mit dem Druckauftrag zu einer Firma über Druckfirma 3 Fliesen. Es sind Kleinstauflagen, es ist ein privater Designer. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich bin mir ganz sicher. Ansonsten kann man sich, wie gesagt, selbst auch was zurechtdrucken. Was meint ihr zu dem Schiffchen? Sieht das optisch nicht cool aus? Was sagt ihr zu dem Grün? Ich habe bisher nur Grobischiffe gebaut, die sind alle rot und grau. Also die, die ich gebaut habe zumindest. Und ich fand das wirklich mal abwechslungsreich. Sehr viel Spaß gemacht. Es sieht optisch cool aus mit diesem Muster. Schreibt mir eure Meinung unten drunter. Ich freue mich. Ich antworte auf jeden Fall, wenn es auch mal ein paar Tage dauert. Ich habe momentan ziemlich viel Stress. Habt noch einen wunderschönen Tag. Denkt immer dran, Klemmbausteine verbinden.